Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox oder auch eine Tiefkühlbox. Diese Tiefkühlbox hat 250 Liter Inhalt und sie braucht auf 25 Grad außen und 5 Grad innen, also normale Bedingungen, braucht sie um die 3,5 Watt. Ihr könnt also diese Box als Kühlschrank betreiben in den Sommermonaten mit einem 50 Watt Panel. Ist fast unglaublich, aber ich zeige euch jetzt, warum das so ist. Wir haben hier unsere normale Steuerung, da mache ich euch logischerweise in der Endcard einen Link, wie man die bedient. Die Truhe kommt jetzt hier am Testlauf, sie macht minus 17,5 Grad, vorher hatte sie 18,6. Sie fällt ein bisschen zusammen. Und das Geheimnis dieser Truhe: wenn wir diese Truhe von oben her anschauen, das reine Geheimnis dieser Truhe ist logischerweise nicht, dass sie sehr energiesparend gebaut ist. Das Kühlsystem ist ein Seckop-Dampfos. Wir haben hier eine Wandstärke, wenn ich hier bündig gucke, und hier ja, von 12,5 cm. Wir haben drei Körbe drin. Es ist also ursprünglich eine Tiefkühltruhe und diese wird dann umgebaut auf 12 Volt, auf 24 Volt und durch das kann sie als Kühlschrank mit 3,5 Watt pro Stunde betrieben werden, obwohl sie 250, 260 Liter Inhalt hat. Das Geheimnis ist diese dicke Isolation, auch den Deckel. Wenn wir den Deckel anschauen, der Deckel hier, der hat hier eine Isolation von 10 cm. Also auch enorm dick, enorm isoliert. Ja. Stromverbrauch senken durch dicke Isolation. Zweitens kommt der Effekt dazu bei dieser Box. Wenn wir den Deckel öffnen, bleibt die Kälte drin. Wenn ihr einen normalen Schrank habt, sinkt natürlich die Temperatur. Das ist die GT2756A. Diese Truhe hat noch 230 Volt als Option. Dann Kältemittel ist R600A. Wir haben ein GWP von etwa 3. Erlaubt sind heute 150. Also solch eine Truhe zu bauen mit R134A, was in Standardtruhen drin ist, ist nach EU-Gesetz verboten. Da mache ich euch auch in der Endcard ein Video, was geht oder was nicht geht. Ja, das ist diese Truhe, enorm groß, enorm fett. Für eine Solaranlage mit 50 Watt Peak läuft das Ding im Sommer. Ich mache euch hier ein Video über die Bedienung, hier unten ein Video über das Kältemittelverbot, das hier nur noch R600 gültig ist, ja, und hier über die beste Kühlbox, die es gibt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.